Und damit willkommen zurück zu Bär und Vogel. Wenn das Spielchen ist, dann aus, reiß ich dem Vogel die Federn heraus. Ja, mach das, Gruntilda, ja. Wie sich rausgestellt hat, waren wir komplett auf dem falschen Weg. Und wir waren bei einer späteren Welt. Ja, in die dritte Welt geht es nämlich von hier aus. Da, wo wir auch, hallo? Die zweite Welt gemacht haben. Hier können wir auch die dritte öffnen. Wenn du alle Teile auf einmal in das Bild einfügen willst, drücke den Z-Trigger. AKA ZL auf dem Pro-Controller. So. Die dritte Welt ist dann auch offen. Und ich bin ehrlich, das muss ich jetzt einfach gestehen, weil das war pure Dummheit. Clankers Kevin. Ich nehme das so schon der zweite Versuch, diesen Part aufzunehmen, denn beim ersten Versuch, also ich habe dann irgendwann gecheckt, erwarte, hier kannst du ja das Level öffnen, aber ich habe das Level nicht gefunden. Ich bin 5 Minuten hier durch die Gegend gelaufen und habe das Level nicht gefunden. So, wir müssen dafür hier wieder zurück. So, ich habe es hier unten versucht, da rein, anstatt einfach auf den logischen Gedanken zu kommen. Hier hoch vielleicht und dann... Ach, scheiß drauf, laufen wir einfach mal normal los als Banjo. Also ich bin jetzt 5 Minuten hier durch die Overworld gelaufen und hab... Hä, wo ist das? Wollen die mich verarschen? Hä? Gesagt, also, ihr habt nichts Gravierendes verpasst. Oh, doch, eine Sache schon. Ey, letztes Mal habe ich ja gesagt, oh, ich hätte ja eigentlich eine Tablette wegen meinem Husten vor der Aufnahme nehmen können. Habe ich diesmal tatsächlich gemacht. Ich habe dran gedacht. Und, ja. Jetzt können wir... in die dritte Welt. Clankers Kevin. Oder Carven. Keine Ahnung. Ein einziger neuer Move könnt ihr in dieser Welt lernen. Aber der ist gut versteckt. Gut. Alles klärchen. Wunderbärchen. Kamera. Oh nö, nicht die Gegner schon wieder. Ich hasse diese Krabbendinger. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Anfang mal hier hoch. Weiß Bescheid. Okay. Ist auch nicht egal, wo wir da hingehen. So, da sind jetzt Gegner und die schnabeln wir dann mal auch ganz auf entspannt weg. Vorsichtig, vorsichtig, ja. Vorsichtig, ja, ja. Weiß Bescheid, neu. Ja. So, den Honig lassen wir mal da drinnen für Notfälle und holen uns nur den Ginger. So, hier gibt es eine Feder und hier gibt es das erste Puzzleteil. Aua! Ja, gut, Kamera. Den hätten wir eigentlich auch, besiegen können. Wenn wir gut wären, aber... wir reden hier immerhin von mir. Ich habe das eine Puzzleteil in der letzten Welt nicht einsammeln können, weil ich mit der Steuerung nicht zurechtkam und dann gestorben wäre wegen dem Hai. Und ich sollte... Entschuldigung, ich sollte nicht so viel ohne Pause reden. Das ist nicht gut für meine Lunge. Ja gut, Scheiß Kamera. Diesmal geht's hier hoch. So, down, da ist er tot, da ist er tot. Und hier sammeln wir jetzt hier die... ich wollte Puzzleteile sagen, das sind ja Noten. So, weg mit dir, Kollege. So, du bleibst mal da oben. Für der Notfall. Nicht runterfallen. So, hier gibt's einen Mumbo-Schädel. Sehr schön. Ah, da oben gibt es, glaube ich, noch Noten, also gehen wir dann nochmal hin. Ja, das ist ja mal wieder so eine Sache hier. So, ich weiß auch schon, wie ich die ersten paar Puzzleteile hier bekomme. Und ich habe Angst. Man muss nämlich schwimmen. Das ist so gesehen hier die Abfall-, Wasser-, Dreckwelt-, Kloaken. Oder so ähnlich, ja. Habe ich sogar einen Funfact, den wusste ich schon länger. Den habe ich nicht erst erfahren, als ich ein Let's Play zu diesem Spiel geguckt habe, damit ich... mich vorbereiten kann. Nee, das wusste ich schon vorher. So, da geht er down, danke. Ja.
Ah, dazu kommen wir gleich mal. Erstmal alles weglooten. So, und sicher gelandet. Gut, dann geht's dann auch schon mal los hier unten. Ja. Und Luft anhalten in dieser Abwasseranlage. Ja. Benjo, dreh um. Hallo. Bär. Oh, ich hasse diese Unter... Ich hasse... Ich hasse, ohne Scheiß, ich hasse die Unterwassersteuerung. Die ist so kacke. So, durch da kommen. Sammel die letzten Puzzleteile. Ich bin Klinker, der Müllzerkleinerer der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Ja, wir auch. Klinker, ich fühle deinen Schmerz. Aber, scheiße, wir holen erstmal Luft und dann holen wir uns das Puzzleteil. Ja. Ich habe Angst vor dieser Welt. Ich bin ehrlich. Ich habe Angst. Ja. Unter Wasser, das ist schon zu weit, Benjo. Geh hoch. Sehr schön. Okay, jetzt, geh nochmal hoch. Luft holen, mein Freund. So. Und wir werden jetzt Klinker, diesen Cyborg-Roboter-Müllpressenhai, der im Original übrigens ein echter Hai werden sollte. Das ist mein Funfact, das habe ich vor Jahren in der Expertenrunde gelernt. Ja, wir werden ihn jetzt helfen. Ne? Wir sind bescheuert. Wir tauchen da jetzt runter. Bei seiner Kette. Und helfen ihn da raus. So wie es gute Bären und Vögel tun. Ja. So, hier gibt es auch wieder einige Puzzleteile. Ja, ich habe ein paar Versuche, weil... Enzerfuß. Hallo, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Wo bist du? Da, oh, da bist du! Da bist du! Da bist du! Da bist du! Scheiße, Scheiße! Komm her! Bitte, ich brauche dich! Oh, danke! Ja, dich ist Bubble, Bubble, Blub, Blub! Heiße Klopp! Schnappt euch meine Blasen, wenn ihr, wenn die Luft knapp wird. Ja, gib los. Gib her. Oh, was ist das? Ja, danke. Ich hasse diese Steuerung. Alter, ich hasse diese gottverdammte Steuerung. Ich hasse diese Steuerung, Alter! Ja, genau davor hatte ich Angst. Kurz vor der Blubberblase. Ich hasse... die beste... Oh, Entschuldigung, ja. Ja, falsche Taste, Entschuldigung. Ja, und die Noten sind nicht gespeichert. Oh. Ah! Gut. Ja, wie gesagt, ich habe Angst vor dieser Welt. Die Noten, die holen wir später. Wir kümmern uns erstmal um Klinker und danach um den Rest. Ja, das ist auf jeden Fall... Ich komme mit dieser gottverdammten Wassersteuerung einfach nicht zurecht. Das ist, blöd. Richtig aber. Also, ich bin Klinker, bla 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 bla. Das Müllzerkleiner der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Ja, ich auch, also. Lass mich durch, Freundchen. Lass mich durch. Thank you.
So. Wir gehen dann mal an der Stelle nach unten. Ja, ich glaube auch bei dieser Welt werden wir nicht alle Dinger. Hallo Kamera! Hallo! Oh, ich hasse diese Kamera. Ich hasse diese gottverdammte Kamera! Ja, ich hab ein bisschen Angst. Ich hab. Oh Gott, das. Ja, ich schnapp mir die Luft, wenn knapp wird. Ich bleib mal ein bisschen bei dir, Kollege. Ich bleib bei dir. Hallo, Kamera. So, und jetzt müssen wir hier ein paar Mal durch den Schlüssel. Ja, das ist jetzt quasi unsere Mission. Ja, da unten ist auch ein Jinjo, den holen wir später quasi. So, immer schön Luft holen, weil da kommt gleich eine Zwischensequenz, wo wir ertrinken könnten in der Theorie. Und das möchte ich vermeiden. Ja, ich hatte mal so ein paar unschöne Erfahrungen als Kind mit Unterwasser sein und seitdem, ja, Panik. Da bricht bei mir die nackte Panik aus. So, Klenker kommt nach oben und ich hoffe, wir gleich auch, Alter, bitte. Oh Gott, das ist, das macht mich gerade so ein bisschen fertig. So, da oben sehen wir schon mal das erste Teil. Danke für die frische Luft. Eine Belohnung erwartet euch auf meinem Rücken. Ja, wenn wir da lebend ankommen, gerne. Oh Gott. Oh, aus dem Weg, Klenker. Aus dem Weg, 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 aus dem Weg. Oh Gott, ja, das ist. Das ist so ein bisschen meine Angst, seitdem ich als Kind mal fast ertrunken bin. Also, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, hier gibt es auf jeden Fall wieder eine Menge Noten, die wir an der Stelle mal einsammeln. Wisst ihr was, ich habe beschlossen, wir sammeln nicht alle Noten in dieser Welt. Aber wir hatten ja eigentlich schon genug für das eine da. Das eine Gemälde. Das wir noch gar nicht öffnen hätten sollen. Also ja, ich würde sagen, wir sind gut dabei, weil da unten kriegt er mich nicht nochmal lebend hin. Nein, das ist die Urangst kommt raus, die Urangst. Ich hasse es unter Wasser. Oh Gott. Und wir stürzen natürlich runter. Aber wir landen auf Klenker, das heißt, ich muss nicht wieder. Da wollte ich gar nicht rein. Oh. Ja, das war nicht geplant hier. Reinzukommen. Ich würde hier irgendwie gerne raus. Hallo? So. Stirb. Ja. Ich wollte eigentlich erst die Puzzleteile draußen holen, aber. Was soll's. Hallo, Benjo. Danke. So, da sollte man nicht von draußen rankommen. Entschuldigung. So, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie wir hier wieder lebend rauskommen. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Wie kommen wir hier lebend raus? Wo ist der gottverdammte Ausgang? Ich will hier noch gar nicht rein, das ist was für später. Hallo?
Hallo? Hallo? Okay, ich glaube, ich muss dieses Scheiß hier tatsächlich machen. Um hier wieder unbeschadet rauszukommen. So, bevor die Zeit abläuft, müssen wir da jetzt durch die Ringe in der richtigen Reihenfolge. Ja, hier oben, da liege ich richtig sehr schön. Und so wie ich mich... So wie ich mich anstelle, habe ich das Gefühl, wir werden es nicht schaffen in der... ja. Nee, lass mal. So, dann hier. Und Zeit abgelaufen. Dann noch die beiden. Und da hinten ist, glaube ich, dann noch einer. Also jetzt. Konzentration. So. Und Gott. Gerade noch so geschafft. Ja, dadurch steigt nämlich das Wasser hier. Und wir bekommen auch endlich mal ein Puzzleteil. Ist das nicht schön? Yay. Ja, das Wasser steigt und ist noch ein Note, das hätte ich gerne. Also die Note hätte ich gerne. Danke. Ja, diese Steuerung. Wo bin ich jetzt? Ah! Ausgang, okay. Und Eingang, alles klärchen, Wunderbärchen. Okay, die holen wir gleich. Ich hole jetzt erstmal das Puzzleteil, damit wir in diesem 18-Minuten-Part mehr erreicht haben, als Panik zu bekommen. Ja, und wir lernen ja bald die neue Dings hier. Wisst ihr, mit den goldenen Federn, davon haben wir ja schon eine. So, und Puzzleteil voraus. Yeah. Sehr schön. Gut. Ich würde nochmal sagen, dann... Ja, komm, ich will was schaffen. Also holen wir jetzt die nächsten zwei Puzzleteile auf entspannt ab. Und die wären dann einmal... So, einmal hier raus, bitte. Ich hoffe, das ist ein Ausgang. Ja. Warte. Ja. Genau, ja, es wird ein längerer Part, aber... Hallo? Ich komme nicht mehr hoch. Hallo? Nein, nicht runter! Scheißvogel, hallo! So. Über die Flosse kommen wir hoch. Ich wollte nämlich schon die nächste... Oh, Entschuldigung, ich wollte schon das nächste machen, aber das müssen wir erst triggern, also... Ja. Sammeln wir da mal. Hier. Entspannt erstmal die Noten ein. Also ich sammle zwar ein paar, aber nicht alle, wie gesagt. Ja, so. Ein bisschen auf Vorrat. Meine Zähne tun weh. Hab zu viel Müll gefressen. Bitte helf, Klenker. Ja, das wollte ich schon machen, aber ich war mir nicht sicher, ob das schon funktioniert, wenn das
nicht getriggert ist. So. Ja, genau. So, Schuss. Ich weiß noch nicht, wie ich den Part nenne. Entweder Clankers Kevin oder Unterwasserpanik. Fast beides. Unterwasserpanik in Clankers Kevin, ja. Die Unterwasser, ohne Möglichkeit zum Atmen, also so normal tauchen unter der Oberfläche, so 1-2 Meter. Das ist für mich kein Problem, aber wenn es so tief geht und man, da kommt eine große, große Panik bei mir raus. Große, große Panik. Ja, ist einer meiner Ängste quasi. Und wisst ihr, was ich auch nicht mag, wenn man, ich werde es mal mit Kazooie versuchen. Ah, das hätte was werden können, das hätte was werden können. Ja, also das Puzzleteil hätte ich wirklich noch gerne, bevor der Part vorbei ist. Wäre ja sonst peinlich, weil das ja voll okay ist, wie ich mich hier anstelle. Ja. Das Spiel ist schon ein bisschen schwer, könnte man sagen. So, Schuss. Also, ja. Herausfordern tut es mich, aber ich werde es schon irgendwie schaffen. Früher, ja. Wohl eher später. Nein, 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 Vogel, nein. Ja. Ich mag die Kamera nicht. Ich mag die Unterwassersteuerung nicht. Aber ansonsten ist es ganz okay von der Steuerung her. Ja, das ist auch nicht gut für meinen Husten hier. So, Bär. Streng dich an, Bär. Oh, das hätte echt was etwas werden können. Okay, nächster Versuch. Ha. Bisschen auf Risiko. Und jetzt mein Puzzleteil geschafft. Ja, und ich würde an der Stelle mal sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Danke fürs Einschalten. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es weitergeht. Bis dahin, haut rein und ciao.